Ja, die letzte Minute läuft. Vielleicht ist das jetzt hier die große Vorankündigung zu Fallout 4. Showtek ist quasi live mit dabei. Hallo Showtek. Hallihallo. Ja, muss dazu sagen, ich selber bin großer Fallout-Fan und warte sehnsüchtig auf den vierten Teil. Showtek hat es nie gespielt. Und wir gucken mal, was in 30 Sekunden passiert. Wir wissen selber nicht, was passiert. Das ist ja quasi ein Live-Countdown. Ja, Und ich will einfach nur meinen Senf dazu geben, ja, vielleicht kommt ja dass ein Trailer. Also. oder eine ho neue Homepage oder so, oder einfach Ja. nur verarscht. Also Ja. in 17 Sekunden ist soweit. In 17 Sekunden ist es soweit. Ja, der neue Teil soll auf jeden Fall in Boston spielen. Das habe ich schon mal gelesen. Wenn das denn alles stimmt. Das kann aber auch alles Gerüchte sein. Oh Gott, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Was kommt jetzt? Oh. Please stand by. Na toll. Mist. Ernsthaft? Ey. Da guck doch. Ich soll immer noch Standby machen? Ernsthaft? Ernsthaft, Fallout? Nee, ernsthaft? Nee. Komm, verarsch mich nicht, Fallout, ey. Vielleicht über die Seite neu laden? Ich lade die Seite mal neu, ja. Ja. So. Nee, immer noch Please Stand By. Super. Toll. Jetzt bin ich beleidigt, ey. Echt mal, ey. Jetzt muss ich das Video doch noch schneiden, ey. Warum Mist. schneiden? Nee, das passt so. Ja, wir wissen leider nicht, was passiert. Der Countdown ist vorbei, aber es steht nur noch Please Stand By. Vielleicht haben die technische Schwierigkeiten oder so. Jetzt ist es auch schon 16:01 Uhr. Ah, super, ich habe extra noch den Fallout Boy rausgesucht und unten ins Aufnahmeprogramm mit eingebaut, hochaufwendig. Ah. Ach ja, ist es sehr, sehr amüsierend. Ja, unterhaltsam. Ist es wilde. Mist. Ich find's lustig. Ja, ich auch. Also, ich muss ja. Nimmst du schon noch auf, ja. Ja, natürlich nehme ich auf. Also, ich find's ja sehr lustig, weil vor 1,5 Stunden hat er das. Nee, vor 2,5 Stunden. Oh, es lautet nochmal neu. Oh, jetzt kommt was. Nein. Oh. Immer noch Please Stand By. Ich glaube, die arbeiten dran. Ja, vor Ja. 2,5 Stunden habe ich schon den Link gepostet, ne? Ja, genau. Und saß, und Sehr saß. aufgeregt. Und jetzt hat es den Counter-Ruf bei und oh, kommt nichts. Oh, nix kommt. Nix kommt Ja, jetzt. warten wir nochmal. Okay. Ja. Vielleicht passiert ja gleich noch was. Mal gucken. Man soll, die Hoffnung stirbt zuletzt, liebe Zuschauer. Ne? Spannung läuft. Die Spannung läuft, ja. Ja, Dann. die letzte Fallout-Serie spielt ja in Washington. Also rund um Washington und also Fallout 3. War ein sehr, sehr spannendes Spiel. Vor allem das Gute war halt, du hattest halt eine Hauptquest gehabt und konntest aber so viele Sidequests nebenbei erkunden und du konntest halt wählen, ob du gut bist oder böse bist. Und das hat sich alles auf deinen Charakter ausgewirkt. Und ja, das haben die Leute natürlich auch erkannt, ob du gut oder böse bist. Das heißt, Bösewichte sind dir zum Beispiel nicht unbedingt gefolgt, wenn du gut warst. Und wenn du gut böse warst, dann sind dir die Bösewichte gefolgt. Oh, jetzt passiert was. Steht noch was. Immer noch Please Stand By. Ernsthaft, ey? Gibt's doch nicht, ey. Ich will nicht wissen, wie viele Leute davor jetzt vor diesem Bildschirm sitzen, die das anstarren. Das Ganze. Ja. Und ich hab Fallout 3 mehrmals durchgespielt. Und habe bei jedem Durchspielen immer neue Quests entdeckt, die ich vorher noch nicht entdeckt hatte und so. Also, das ist schon ein fantastisches Spiel. Sehr, sehr umfangreich, Open World. Doch. Aber halt so ein, also mehr so ein Rollenspiel, ne? Aber nicht so wie Gothic 3 oder Witcher 3 oder sowas in die Richtung, sondern wirklich ein gutes Rollenspiel. Ja. Oh, jetzt komm schon, ey. Oh, ne. Mann, ey. Weißt du, zuerst Fallout 4, dann Windows 10. Oh, jetzt seht ihr was. Oh. Immer noch Please Stand By. 5 Minuten warten wir jetzt schon, Showtek. 5 Minuten. Ja, schon so Ja. lang. Ja. Jetzt sind es 5 Minuten, genau. Du kannst über deine Bestrafung unterhalten.
Du musst ja noch irgendein abgefahrenes Spiel spielen. Ich suche dir was Schönes raus für dich. Freust dich schon? Noch was? Auf deine Bestrafung. Ja, da war ja noch was. Ja, eigentlich sind es sogar zwei Bestrafungen, aber ich mache, weil ich nett bin, mache ich nur eine daraus. Mal gucken, irgendwelche lustigen Pony-Spiele oder sowas. Ja, schon irgendwas wird mir da schon einfallen, denke ich. Ach komm schon, ja. Es gibt auch immer wieder lustige Easter Eggs in verschiedenen Spielen zu Fallout. Das war zum Beispiel bei. Oh, jetzt passiert was. Jetzt. Immer auf die Standby. Ich überlege gerade, welches Spiel ich gespielt hatte, wo das auch vorkam. Also ich lese hier gerade bei GameStar, Fallout 4 Release für PC, PS4 und Xbox One, erste Screenshots. Betas da, Poste mal einen Link. Softworks, Hot. Ja, Moment. Das ist live, meine Damen und Herren. Zumindest halbwegs live. Da steht um 16 Uhr heute bei Betas eine Trailer zu Fallout. Boy, Fallout Boy, sag ich schon. Zuvor veröffentlichen. Fallout. Gucken wir mal, was die GameStar sagt hier. 14. Juni ab 16 Uhr zu sehen geben. Ja. Oh, das sind Screenshots. Ah. Das Schild links beweist, Fallout wird in Boston spielen. Tankstelle, Ödland, Rüstung und Hund. Ja. Zwei Screenshots gibt es schon, sehr schön. Oh, jetzt seht ihr wieder was. Immer noch Please Stand By. Gibt es doch nicht. Ja, die gute alte GameStar. Da ist angeblich schon Cover. Und wann wird das rauskommen? Ah. Erste Gameplay-Szene dürfte es beim ersten Event zur E3 geben, am 14. Juni. Ab 16 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. Ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Gut, dass die GameStar da so fleißig drüber berichtet. Gibt es denn bei Fallout 4 irgendwas auf der Website? Oh, Fallout 4 Website ist anscheinend down. Schade. Gucken wir uns mal die andere Bethesda nochmal an. So. Immer noch Please Stand By. Gibt's ja nicht. Oh, Please Stand By, warte mal. Immer noch nichts. Menschenskinder. Ja, bei denen ist aber irgendwo was down. Ja. Ja, Fallout4.com ist down. Diese Website. Sagt denn der Quellcode überhaupt zu der Seite? Quellcode hier war nicht viel dann hier. Nee. Ah! Aber oben im Titel steht Fallout 4 drin. Seitenquelle ist einzeigen. Oder auch nicht, das ist schon noch gerade Fallout 4. Moment. Halbe Seite nochmal neu. Ne, hier ist schon auf jeden Fall gerade im Titel Fallout 4. Das war eindeutig. Tja. Obwohl jemals noch was passieren wird, ich weiß es nicht. Oh, Fallout4.com ist jetzt. Ist die online? Schwarze Seite. Es wird was geladen. Fallout 4, Welcome Home. Und es gibt einen Trailer. Schauen Sie den Trailer nochmal an. Hast du den Trailer auch geschaltet, Nee, weil bei mir ist irgendwas kaputt. Okay. But the Musik dazu. Ah, es sieht schon sehr postapokalyptisch aus. 200 Jahre anscheinend nach the world poised on the brink of war, Vault-Tec is dem Ende reporting a des record number Krieges.
Da kommt ein kleiner Schäferhund reingelaufen. Folks, it seems we've got some breaking news. Stand by. It's all over. Though I'm dry. Ah, okay. Ja, es sieht schon spannend aus. Der Hund schleicht hier durchs Gebäude. Das Haus hier durch. We seem to have lost contact with our affiliate stations. Stand by. We do have. Der kleine Hund spielt mit dem Mobil. We do have coming in. Confirmed reports of nuclear detonation. Das ist noch ein bisschen Geschichte vor dem Krieg. My God. Our soldiers are right. Scheint so ein bisschen eine Mischung aus alt und neu zu sein. Sieht auf jeden Fall sehr episch aus. Ja, und ich spiele die Bossen. Eindeutig. Ah, ich hab Gänsehaut. Sehr episch auf jeden Fall. Das war wohl eine Atomexplosion. Und wann kommt es? Wann erscheint es? Oh, das scheint wohl der Held zu sein, mit dem wir spielen. Oder ist es. Ach nee, da kommen wir. Schöne Grafik auf jeden Fall. Let's go, pal. Ich habe den Trailer jetzt gerade gesehen. Fallout 4. Wann kommt es? Wann kommt es? Wann kommt es? Keine Ankündigung, wann es kommt. Sag doch, wann es kommt hier. Ja, Fallout 4 kommt, das wissen wir. Xbox One, PS4, PC. Vielleicht kommt es auch noch für die alten Konsolen raus, also für die PS3 und für die Xbox One. Für die Xbox 360. Aber es gibt kein Veröffentlichungsdatum. Schade. Vorbestellen. Heute noch vorbestellen. Wir können es bei Amazon vorbestellen. Pre-order now. Mal gucken. Gibt es anscheinend noch nicht zum Vorbestellen. Das wäre auch zu einfach gewesen. Und der Showcase gibt es dann am 15. Juni. Um 16 Uhr Central European Time. Da darf man also auch gespannt sein. Enthüllung am 14. Juni auf der E3. Ja, sehr schön. Das ist doch wunderbar. Oder Schottek? Oh, keine Ahnung. Ich hab's nicht gesehen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Spiel auch nicht mag. Das könnte gut sein, ja. Aber man darf gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern und so. Und dann freuen wir uns auf Fallout 4. Schottek zwar nicht, aber ich. Jetzt tschüss, Schottek. Was? Jetzt geht er. Jetzt geht er. Ja. Auch das noch. Ja, mal gucken, was du sagst. Schotteks Reaktion sehen wir dann in seinem Bestrafungsvideo. Ah, vielleicht können die Bestrafung auch sein, dass ich den Trailer 30 Mal. Oder dass er Fallout 3 spielen muss. Nein, wir lassen uns eine schöne Bestrafung einfallen. Ja, sehr schön. Wenn euch das Video gefällt, ihr mehr Informationen zu Fallout 4 haben wollt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns in Kürze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Tom. Ciao, ciao.